Hi meine Freunde und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Outlast. Hier auf dem Delivery Channel und zwar mit mir, dem Rage. Wir wurden von dem komischen religiösen Fanatiker da letztens irgendwie betäubt in der letzten Folge und hier in diese scheiß kleine Zelle eingesperrt. Und unsere Kamera hat er uns überlassen. Und was ich letztens überlesen habe, das habe ich in der Aufnahme später noch gesehen, da stand, dass man filmen muss, damit man Notizen, also damit der Miles sich halt Notizen aufschreibt. So, das haben wir nämlich jetzt gemacht. Jetzt haben wir nämlich hier einmal den Raum gefilmt. Zack. Und jetzt haben wir eine neue Notiz. Check. Vater Martins Zelle. Der Priester, Vater Martin, hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist von mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Ja, okay. Wie ist er jetzt Martin, ne? So, der Martin. Komischer Typ. Der, auch unter Bett können wir uns also auch verstecken. Alles klar. Okidoki. Ehrlich gesagt habe ich gar keine Lust, hier rauszugehen. Am besten bleiben wir einfach hier drin, weil hier drin sind wir wahrscheinlich sicher. So. Aber. Tja, das ist... Alter, warum? Warum? Die Frage ist jetzt, ist das wieder so ein Typ, der einfach nur chillt und nichts macht? Oder ist das jetzt so ein Typ, der wieder draufhaut? Ich glaube, wir müssen einfach raus. Okay. Leave no more space alone. Leave me alone. Too many voices. They brought me back. No more sleep. Die Frage ist. Jagen die uns da jetzt gleich, die da unten stehen, oder machen die das nicht? Okay, hier können wir auch nicht lang. Der war auf jeden Fall aggressiv, würde ich mal sagen. So ein bisschen zumindest. Und, er hat Bock auf Matschbirne oder was? Alter, was ist denn hier los? Und vor allen Dingen, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt ganz unten tief im Keller irgendwo wahrscheinlich gelandet. Hi, alles klar bei dir? Na? Du siehst nicht mehr ganz so gesund aus, mein Freund, wenn ich das mal so sagen darf. Komm, ich lass dich mal raus. Nee, kann ich nicht. Tut mir leid. Muss er wohl durch das kleine Löchlein hier krabbeln. So, Cola haben sie auch offenweise getrunken. Alter. Alter, guckt euch das mal an. Der hat einfach... verstümmelt einfach sein Gesicht ist und er ja rubbelt sich erstmal schön ein. Und who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. No,
give him a running start. There's an idea. And when we kill him, we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver. They are yours. Was sind das denn für Drecksäcke? Alter. Und ich kann mich gar nicht sehen hier, doch. Boah, Junge. Okay, die wollen mir also Vorsprung geben, ja? Ich mache einfach mal die Tür auf. Okay, kann ich nicht. Ah, oh, Leute, ey, wenn die da jetzt runtergehen, dann kommt die da bestimmt hinterher, ey. Wahrscheinlich können wir in die ganzen Zellen hier alle nicht rein, aber ich werde es trotzdem mal versuchen. Oh, hier ist eine Zelle offen. Sollte ich mal unter die Betten gucken. Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. Space. They've always been here. Ich sehe gerade, ich muss vielleicht bei der nächsten Folge mal meine Facecam ein bisschen höher setzen, damit ihr den Text immer komplett lesen könnt, damit ich mich nicht immer für jeden kleinen Kram hier ausblenden muss. Aber das werde ich bei der nächsten Folge mal machen. Alter, der... Seine Hirse müsste da mittlerweile schon... Oh, ja. Okay. Da liegt noch einer, da hockt noch einer in der Ecke. Ich hoffe, die sieht man wieder kaum. Ja. Oh, wir haben einen Durchgang gefunden. Was schreit da schon wieder so? Ah, da können wir auf jeden Fall hoch. Da müssen wir anscheinend auch hoch. Das ist doch genau da. God damn it! What the fuck is the matter with you? You weren't invited to this, you goddamn sicko! You like to watch? Ich will da gar nicht. You're sick! Alter. Okay, wir haben wieder eine Notiz. Nekromantie. Dieser verdammte Ort, ganz ehrlich, dieser Scheißort. Sterben gehört hier zu dem wenigen schrecklichen Ding. Ja, könnte stimmen. Könnte stimmen. Alter, die sind... Muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst vor den beiden, okay, die sind weg. Beweg dich zu einer Kante, um dich daran festzuhalten. Okay, alles klar. Da können wir also gleich auch lang. Aber ich möchte jetzt ganz gerne nochmal eben hier so ein bisschen die Räume einmal durchschauen. Also durchsuchen. Wir hier nichts irgendwie vergessen. Vielleicht finden wir nochmal irgendwie eine Batterie oder so. Okay, das war ja fast klar, dass hier überall alles abgeschlossen ist. Na gut. Okay, dann müssen wir. Ah, ich dachte, wir können Flair aufschießen, so als Rückzugsort, aber ey, wir müssen jetzt echt.
Boah, da standen die doch gerade. Warum laufen wir denn jetzt genau dahin? Oh nein, ey. Okay. Natürlich können wir es wieder nicht öffnen. Okay, wir müssen jetzt anscheinend leider genau da lang, wo die blöden Wichser gerade standen, die uns umbringen wollten. Folge den Blutspuren zum Ausgang. Okay. Jetzt werden wir nochmal desinfiziert oder was? Okay. Alter Leute, ey, ich will den gar nicht über Weg laufen, den blöden Burschen, ey, das ist. Gibt's hier Batterien? Yes. Yes, 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 yes. Sehr schön. Das können wir nämlich gut gebrauchen. Wir gehen mal weiter nach oben. Da möchte anscheinend auch jemand, dass wir, okay. Durch den Abfluss. Mit dem Blut. Okay. Das ist so verwirrend, weil man echt nicht weiß, wer von denen... Oh, hier ist ein neues Dokument. Sehr schön. Wer von denen einen angreift und wer nicht. Von WolframMurkoffCorporation.com. An Grant Murkoff, okay. Betreff Kunstprogramm für Patienten. Patient Vater Martin Archimbaut. Okay, Helen. Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich mit ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Archimbaut hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorm Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektive Behauptung von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Mein Gott, Leute, ey. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Glozapin mehr als geschluckt. Gut, dass ich jetzt erschlucken musste. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht. Außer Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Neil Wolfram. Ja, ich glaube, dass genau das sein Plan war. Denn, die haben ja anscheinend irgendwelche Kräfte mit diesem Projekt Wall Rider auf einmal bekommen. Ich will da gar nicht runter, aber wir müssen... Da steht schon wieder einer. Aber ich glaube, der tut uns auch nichts. Und ich gehe nochmal eben hier hinten hin. Wenn du Türen schließt, kannst du deinen Verfolger abbremsen. Ah ja, ja, okay. Alles klar. Das haben wir mittlerweile auch herausgefunden, beziehungsweise uns fast gedacht. Da liegen leider keine Batterien oder so. Okay. Also,
immer schön Türen schließen, ja, wenn wir gleich wegrennen. Oh, ich glaube, das wird gleich richtig, richtig stressig, meine Freunde. Was ist mit dir? Bleibst du da jetzt einfach so stehen, oder? Ich würde jetzt einfach ja da lang krabbeln, ja? So. Doch befürchte ich, wenn ich gleich dann da an der Tür bin, dass der dann genau in dem Augenblick da rauskommen wird. Aber ich werde es jetzt einfach mal probieren. Was? Seht ihr? Genau das habe ich mir nämlich fast gedacht. Was ist das denn für eine Kacke? Ah, mein Auge juckt. Das ist doch... Das ist doch schon wieder scheiße. Warum machen die denn sowas? Okay. Ich wollte jetzt einfach mal ausprobieren. Kann der mich überhaupt sehen? Hat der noch Augen? Ja, okay, der hat noch Augen. Okay. Ich weiß nicht, ob der noch mal irgendwie... Fuck it. Alter. Fuck. Wo kam er denn jetzt her? Oh, fuck. Kommt der gerade? Ich glaube, der kommt gerade. Oh, bitte mach nicht. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Mach doch die Tür zu! Mach doch die Tür zu! Oh, fuck it, Leute! Okay, ich glaube, wir können vielleicht 2 Hits ertragen, mehr aber auch nicht. Ich hoffe, der hat uns jetzt nicht gesehen. Scheiße, der hat uns sowas von gesehen. Oh, holy moly! Na, geh doch! Ich glaube, der ist schon wieder. Ne, okay, okay, okay. Okay, wir dürfen. Wir dürfen nicht rennen. Auch wenn der schon weiter weg ist, wir dürfen nicht rennen. Scheiße, wir waren eigentlich gerade relativ gut positioniert. Da hätten wir das eigentlich easy machen können, alles. Wir müssen auf jeden Fall in den hinteren Security-Raum. Da, wo er vorher drin war. Scheiße, verflucht. Ah.
können auch. Ich sehe gerade. Hier noch rein. Was ist hier drin? Wo? Nein! Obwohl, doch, wir mussten sowieso langsam mal nachladen. Nachladen in Anführungszeichen. Akku wechseln, beziehungsweise die Batterie. So, jetzt haben wir eine neue Batterie gefunden. Das ist ja schon mal immerhin etwas. Ich frage mich gerade, wenn wir den einen Typen hier reinlocken, ob die sich dann gegenseitig verprügeln oder ob die sich einfach in Ruhe lassen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt echt den einen Typen nochmal wieder da aus dem Raum locken. Auch wenn mir das ja gar nicht so gefällt, aber ich glaube, uns bleibt leider keine andere Wahl. Der ist gar nicht da? Okay, wo ist denn der? Okay, jetzt suchen wir nochmal schnell, ob hier irgendwie eine Batterie liegt oder so. Nee, sieht nicht danach aus. Klingt auf jeden Fall nichts. Drücken wir jetzt einfach mal. Power the blood. Der Typ kommt. Ich habe ihn auf jeden Fall gehört. Ja, da ist er. Boah, Glück gehabt. Mach nicht die falsche Tür auf, mein Freund. Okay. Frag mich gerade, wo der war. Blöder Ficker, verpiss sie bloß schnell, ey. Lass mich bloß. Ich dachte, der kommt jetzt wieder hier nur erneut nochmal rein. Denn jetzt? Hat er die Tür hier aufge... Okay, die Frage ist jetzt, gehen wir da nochmal hinterher? Fuck. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht den falschen Schrank genommen. Oh, okay, die machen anscheinend echt immer die Türen auf, wo man natürlich nicht drin steckt. Alter Verwalter, ey. Shit! Oh, fuck it, Alter! Fuck it! Fuck you! Dieses Versteckspiel, ne? Das ist echt unglaublich. Man rennt einfach von einem Versteck zum anderen. Ich weiß nicht, in welchem Spiel das sonst so übertrieben war, aber ich glaube, das habe ich echt in noch keinem Spiel so gemacht. Aber ich glaube, er ist uns jetzt nicht mal wirklich hinterhergelaufen, kann das sein? Ja, okay, ich glaube, wir können jetzt einfach weiter. Es schaut gut aus. Puh.
Ab in den nächsten Raum, meine Freunde. Ab in den nächsten Raum. Okay, natürlich gesperrt. Ihr dürft gerne da drin bleiben, meine Freunde. Ihr dürft gerne da drin bleiben und einfach niemals rauskommen. Scheiße. Was mach ich denn jetzt? Während du dich an der Kante bewegst, hinunterspringen und dich festhalten. Hi, na? Alles klar bei euch? Komm, ich mach euch mal hier die Tür auf. Geile Schlipper habt ihr übrigens an, meine Freunde. Nee, das sind gar keine Schlipper. Alter, was zur Hölle? Okay. Das ist natürlich auch abgeschlossen, klar. Du hast auch eine richtig geile Freezy, mein Freund. Du siehst ein bisschen aus wie Money. Money, das Mammut. Auf jeden Fall. Und der linke sieht so ein bisschen aus wie der, wie hieß der denn noch von GTA? Der Redneck. Warum fällt mir denn der Name gerade nicht ein? Okay, so. Ja, wir müssen ja jetzt leider nach rechts. Warum müssen wir genau dahin, wo die Leute sind? Oh, gefällt mir gar nicht, meine Freunde, das gefällt mir gar nicht. Da zieht uns doch jetzt gleich irgendeiner von denen rein. So, als Journalist sind wir ganz schön gut, ne? Wir können hacken, wir sind mega die Assassinen hier, können hier... ...uns sonst wo langhangeln. Ich gehe jetzt erstmal hier rein. Einfach mal um eben... zu checken, was hier so geht. Da liegt noch eine Batterie, sehr gut. Die Tür ist natürlich abgeschlossen. War ja fast klar. So. Liegt hier sonst noch... Oh, da liegt noch ein Dokument. Schnabulieren wir uns nochmal schnell. Nein. Das war. Dokumente waren da, genau. Hinweis zur Wartung der Reinigungstore. Murkoff Corporation PG Wartungsnotiz. Die ordnungsgemäße Wartung der Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit vom Projekt Warrider. Schauen Sie im Murkoff Corporation Wartungshandbuch MBRIP nach oder wenden Sie sich an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung. Okay. Da irgendwie was auf den Kameras erkennen. Nee, ich glaube, das schaut nicht danach aus. Tja, wo gehen wir als erstes lang? Am besten da, wo die Pfeile uns hinführen, wa? Wahrscheinlich wieder nicht rein. Nee. Also, ab in die blutverschmierte. Oh, die Schlüsselkarte haben wir noch nicht. Das heißt, wir müssen da rein. Wir müssen hier rein, meine Freunde. Aber. Das machen wir in der nächsten Folge. Denn wir sind schon wieder bei einer halben Stunde angekommen und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich habe mich echt gefreut, dass ihr immer reinschaut.
abonniert unseren Kanal, gebt mir ein Däumchen nach oben, wenn ihr das Video, wenn dir das Video gefallen hat. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke, ciao.